So, herzlich willkommen zurück. Und zwar sind wir hier im zweiten Game von Sigma gegen Virtus Pro. Sigma hat das erste Game gewonnen. Sehr dominant gespielt. Leider habe ich diesmal keinen Lobby-Spot kriegen können, weil die bei JDL doch sowas von heiß begehrt Virtus sind. Also Pros da turn streiten to sich ban. irgendwie 10 Caster um 5 Spots. Diesmal war ich nicht schnell genug. Ja, das ist halt so eine Sache bei JDL. Dire team Das ist free to ban. cast, da dürfen alle Caster rein. Und natürlich, wenn ich andere Turniere habe, da habe ich exklusive Rechte, dann nimmt mir keiner einen Slot weg und dann habe ich da auch meine Ruhe. Naja, Team hier müssen wir submit uns ein bisschen remain. toleranter geben. Sollte aber nicht das Problem sein. Nichtsdestotrotz sind wir live in-game, also ich muss nicht über Dota Virtus TV Pros mit 2 turn Minuten to Delay ban. casten und das ist ja auch schon mal viel wert. Tja, der ba ban Banning Draft hat hier schon angefangen. Und zwar haben wir Ace in Operation raus und der Lucentrove. Lucentrove ist in letzter Zeit wirklich wieder sehr beliebt Ten geworden. seconds Gerade im remaining. Asia-Bereich, wenn ich mich da nicht täusche, wird er doch oft Five gepickt. seconds Gibt da remaining. einfach. Ja, ist einfach ein solider Carry, der auch viel pushen kann. Und Reserve time. mit viel meine ich wirklich viel. Mit Necrobook und so kann man doch schon einiges Dire machen. team Und das ban. Howl ist einfach eine Ability, die so immens stark ist. Die kann einer Tri-Lane so viel hergeben. Einfach diese Anfangs plus 20 Damage auf jeden Helden und jeden Minion, den man dann da eventuell kontrolliert, aber anfangs hat man halt keine. 10 seconds Ja, remaining. ist doch schon relativ krass. Aber ich glaube, Minions gibt es das weniger. Naja, wie dem auch sei. Lucan werden wir hier nicht sehen. Wir haben wieder den Dazzle für Dire Virtus team Pro. pick. Vielleicht wird Jotam den wieder nehmen. Und Bane in Invoker. Oh, das ist ja fast das gleiche. Virtus pros Also, turn to pick. das kommt mir relativ gleich vor. Vom Draft her. Aber ich. Nee, der Bane war, glaube ich, auf Virtus Pro Seiten letztes Game. Wenn ich mich nicht täusche. Bad Rider für Virtus Virtus Pro. Pros turn to ban. Das heißt, RSR wird hier wahrscheinlich auf den Bad Rider zusteuern. Nykes wird gebannt. Dire team Visage ist ban. raus. Miranda ist raus. Ember Spirit ist raus. Ember Virtus Spirit auch Pros gerade turn to neu in den ban. Pool reingekommen und man sieht ihn fast jedes Game gebannt. Oder sogar ab und zu mal gepickt. Also manche Teams mögen den doch schon gerne sp spielen und ja, ich finde es halt relativ cool. Der Held 10 kann auf jeden Fall seconds eine Menge remaining. hergeben, kann gut in der Midlane stehen und Five ist seconds saumobil remaining. und sau schwer zu catchen. Dire team ban. Clockwork Goblin finden wir diesmal auch nicht und ich würde behaupten, das ist schon fast ein Respect-Ban, denn Miguel hat seinen Job auf jeden Fall sehr gut gemacht, gut aggressiv gespielt, aber nicht zu aggressiv. 10 Es waren seconds genau das remaining. richtige Maß. Er hat so aggressiv gespielt, dass er gedived hat, Five seconds aber nicht remaining. overextended und somit kann man dann doch immer Kills kriegen. Reserve time. Slider wird auch gebannt. Nyx Assassin soll hier der zweite Support sein für Virtus Sigmaind. Pros Und Nyx turn to Assassin gibt pick. einfach eine Menge her auf der Tri-Lane. Ich meine, mit einem Bane kann man einfach Nightmare als Setup nehmen und dann mit einem Impale folgen, Mana Burn. Selbst das Carapace ist einfach gut und man sieht auch diesen Pick immer häufiger gegen den Bad Rider, was hier jetzt mal wieder der Fall ist. Denn dieses Firefly, tja, da läuft man einmal durch mit einem Carapace und somit wird Bad Rider einfach 10 gestunt. seconds remaining. Somit kann man eventuell das Lasso unterbrechen, 5 seconds zumindest remaining. für eine gewisse Zeit. Wie skaliert denn das überhaupt? Auf Level 4 sind es Reserve 2,4 time. Sekunden, ja, das ist doch schon eine Menge. Das Lasso hält an. 4 Sekunden auf Stufe 3, aber normalerweise hat man Carapace Level 4 schon schneller als Stufe 3 Ulti. Nach diesem Game hier haben wir dann Virtus Pro gegen Power Rangers und danach ist das Meteor Makers gegen Fnatic. Also steht noch einiges auf dem Programm heute. Viel zu casten, viel zu streamen heute. Und ich hoffe, ihr bleibt alle dran. Aber da kann ich nicht zu viel verlangen. Das ist natürlich eine relativ lange Zeit. Ich hoffe, dieses Game wird jetzt ein bisschen länger dauern als 20 Minuten. So 40 Minuten wäre vollkommen okay. Denn ich habe so eine kurze Überbrückungszeit.
Und zwar fängt Virtus Pro erst in einer Stunde an, also gegen Power Rangers. Können natürlich nicht zu früh anfangen, weil Virtus Pro gerade hier spielt, aber nichtsdestotrotz ist es halt doch schon relativ ja, viel Zeit. Ich sehe gerade auch auf Meteor Makers, wow, das Schedule ist echt für ein... ich mag es nicht aussprechen. Denn das fängt erst in 3 Stunden an, das heißt 2 Stunden Zeit für die 2 Games. Wenn es 3 Games, könnte ich es total verstehen, aber 2 Stunden für 2 Games einzuplanen ist dann doch schon relativ viel. Naga Siren soll es sein für Virtus Pro. Die scheinen wohl sehr überzeugt von diesem Carry zu sein. Obwohl er im letzten Game nicht wirklich viel gerissen hat. Er hat zwar einiges an Farm gekriegt, anfangs zumindest. Dennoch schlechte Itemwahl meiner Meinung nach und ja, konnte somit auch nichts ausrichten. Zu viele Pickoffs auch auf Sigmas Seite, so dass man nie wirklich Five-Man konnte, was eigentlich der Plan war von Virtus Pro mit einem Tide Hunter und mit einem Pack und was nicht alles. Aber das hat Sigma einfach nicht zugelassen und ja. So, Sigma lässt sich jetzt mit ein bisschen Zeit. Vielleicht kommt jetzt der Offlaner. Midlane haben wir schon. Vielleicht auch erste Carry. Ich denke, auf dieser Lane würde... Tja, da kann sich einiges gut machen. Lifestealer ist raus. Einfach diese populären Carries, wie ich es immer gerne wieder anspreche, Gyrocopter und Luna. Aber oh, wir haben einen Bounty Hunter für die Offlane. Das ist sehr gewagt, denn Bounty Hunter ist bekanntlich sehr schwer an XP ranzukommen, weil man den einfach leicht rausholen kann mit einem Sentry. Und nichtsdestotrotz, wenn er doch einigermaßen ein Level kriegt, kann er doch sehr schnell rotieren dann mit Level 6. Und wenn es dann gut läuft, dann ist er suddenly im Game drin und hat seine Items, kriegt sein Plus Gold durch die Track Kills. Und Track ist halt immens wichtig. Man sieht schon, auf Level 1 gibt das einen Bonus Advantage von, also ein Bonus Gold von 150 Gold. Und da haben wir die Luna, die ich gerade schon angesprochen habe. Diesmal aber für Seiten für Virtus Pro. Und das ist interessant. Das heißt, wir sehen diesmal doch keine Naga Siren Carry, sondern als Support. Und ja, das sollte durchaus möglich sein. Mit einem Dazzle und mit einer Naga Siren kann man einen guten Bounty Hunter raussohn. Somit kriegt Luna Free Farm. Und die Lane sollte eigentlich relativ gut laufen. Reserve time. Jetzt ist es wahrscheinlich noch daran, eine Mitte zu finden für Virtus Pro. Theoretisch könnte der Bad Rider auch in die Mitte gehen. Aber das wird immer seltener eigentlich gesehen. Denn er macht sich einfach so gut auf der Offlane, weil er auch notgedrungen in den Wald rein rotieren kann, sich da die Camps hochstacken und dann einfach schnell Farm kriegen. Puck ist rausgebannt. Und Sigma geht davon aus, dass Virtus Pro noch einen Midlaner haben möchte. Puck würde natürlich wieder eine Menge Teamfight-Power geben hier. Und ist auf jeden Fall eine gute Wahl von Sigma. In, ja, einfach so viele Spells und so viele Abilities wie ein Pack hat. Gute Survivability, gute Nuke Damage und ich meine, da ist ein Silence bei und ein guter Mini-Stun. Was will man mehr haben? Morphling soll es sein, als Ban zumindest für Virtus Pro. Und die wissen ganz genau, dass da noch irgendwie ein Carry kommen soll. Und der wird definitiv kommen. Vielleicht wirklich echt ein Gyrocopter, das wäre total cool. Habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen, den Helden. Der ist ein bisschen unbeliebter geworden in letzter Zeit, aber ich verstehe eigentlich gar nicht warum. Denn wenn man gerade schon eine Luna hat, eine Luna kann, ist nicht einer dieser statischen Carries, sondern kann ab Level 6 theoretisch auch einfach mal in den Teamfight reinjoinen und mit einem Eclipse eine Menge Damage raushauen und somit den Teamfight turnen. Jetzt kommt es darauf an. Es sind natürlich so Optionen wie Anti-Mage da oder so, aber ich bin einfach von so einem Gyrocopter überzeugt, denn der kann nämlich genau das gleiche machen, der hat genau den gleichen Einfluss auf Level 6, kann mit einem Cooldown eine Menge Damage raushauen, gutes Positioning
Oder ja, einfach einen guten Lockdown mit dem Slow auf die gegnerischen Helden. Und das ist halt doch schon, gibt eine Menge her. Auch die Flak Cannon, Rocket Barrage, alle Spells sind 10 eigentlich relativ seconds nützlich für einen remaining. Gyrocopter im Teamfight. 5 seconds Aber wir lassen remaining. uns überraschen. Sigma Int wird sich da schon was einfallen lassen. Und jetzt soll es der Tidehunter sein. War der gerandomt? Nee, ich glaube Virtus nicht. Pros Das war, turn to glaube ich, gerade pick. so auf den letzten Dings, auf den letzten Drücker. Und ich weiß nicht, ob Sigma jetzt zeigen will, wie man hier einen Tidehunter richtig spielt, aber tja. Farming Tidehunter oder wie? Oder Offlane Tidehunter, Farming Bounty Hunter? Alles möglich. Wäre zumindest auch die klügere Wahl, finde ich, weil, wie 10 gesagt, man kann seconds einen Bounty remaining. Hunter viel zu effektiv herauszonen. Five Und seconds remaining. tja, ich meine, Bad Rider interessiert das nicht, wenn ein Bounty Hunter da mal Reserve time. vorbeispaziert kommt und den so ein bisschen harasst. Slark. Und einen Slark haben wir nochmal für Virtus Pro. Das heißt, wir haben hier einen God of Slark anscheinend. Bad Rider wird dann letztendlich. Jotim spielt den Bad Rider, okay. Das ist irritierend. Gut, lassen wir uns überraschen. Wir gehen fix durchs Lane-Up, während diese Pause hier anhält. Und wir haben auf Sigmas Seite haben wir Paris auf dem Bounty Hunter. Und tatsächlich, somit wird er auf die Safe-Lane gehen. Wenn mich nicht alles täuscht, Sigma hat hier den Nyx Assassin, Ten hat den Bane, Vater mal wieder auf dem Invoker und Miguel haben wir auf der Offlane mit dem Tidehunter. Auf der anderen Seite haben wir Arsard, unser Starspieler hier aus Virtus Pro, auf dem Dazzle. Dann haben wir Illidan auf der Luna, Yotam auf dem Bad Rider, God auf Slug, wie schon gedacht. Und NS wird hier die Naga Siren übernehmen. So weit, so gut. Pause scheint zu Ende zu sein. Was ist echt mit diesem Scrolling? Das ist eigentlich ein relativ cooles Feature. Und muss das mal üben. Ich glaube, ich spectate mal irgendwann mal irgendwelche ein paar Games so und dann übe ich das. Hab ja nichts Besseres zu tun. Nein. Ja, ein Farming Bounty Hunter. Was hält man davon? Hat man, glaube ich, schon seit Ewigkeit nicht mehr gesehen. Also ich persönlich zumindest nicht. Und ist aber die klügere Wahl, denn Tidehunter kann auf jeden Fall besser stehen auf der Offlane. Und Jotam ist tatsächlich Offlane. Ist normalerweise der Support für Virtus Pro, aber in diesem Fall nicht. Jetzt haben wir. Ach, der hat Dead getauscht mit Arsad. Somit wird Arsad den Support übernehmen und ja, man kennt es noch aus Navi-Zeiten. 30 Arsad hat es seconds to auf jeden Fall battle. drauf, der hat einen guten Support drauf. Von daher sollte es auch kein Problem sein. Wards werden wieder abgestellt. Dieser Ward hier ist eigentlich relativ obvious. Kann sehr schnell dewardet werden. Ich finde es wirklich besser, wenn man den einfach hier platziert. Oder vielleicht hier. Also hier. Ich kann sogar zeichnen. Das ist ja richtig awesome. Wow. Wo ich keinen Lobby-Slot habe. Ja. The battle Und jetzt hier begins. kommt gerade der Poison Touch auf Ten. Mit dem Firefly. Firefly wird aber nicht genug Damage machen und Ten hat auch noch nicht geskillt. Paris gibt ein paar Auto-Attacks auf Yotam und somit ziehen sich beide Teams zurück. Ich meine, Ten wäre sowieso entkommen. Er hätte jetzt theoretisch, um aggressiv zu gehen, einfach einen Brain Sap skillen können oder um safe zu sein, einfach ein Nightmare. Wie auch immer, ich glaube, dieser Bane wäre niemals gestorben. Mit haben wir wieder diesen Shutdown-Attempt auf Vater. Und es ist halt wirklich immens wichtig. Gerade wieder Quaswex, wieder Blades of Attack, First Item. Gibt ihn zwar ein bisschen plus Damage, aber ist halt immens wichtig, den ein bisschen low zu halten. Hier liegt er in der Mitte und Bottom Lane haben wir God. Also doch kein Slark in der Mitte. Würde da auch nicht so gut stehen können. Und gegen einem Tide müsste man eigentlich doch noch okay stehen können. Also, ja gut, Anchor Smash ist halt relativ eklig, wenn er einmal etwas höher geskillt ist. Harris oben. Oh, ich habe schon wieder das Overlay. Oh, Idiot. So. Wo ist mein Schild? Da ist mein Schild. So, zack, Overlay.
Sorry, guys. Ich bin heute wieder ein bisschen neben mir. Ich hasse es, jedes Mal diese Overlays zu switchen. Das ist so langweilig. Und dann vergesse ich das auch mal ganz gerne. Jetzt ist es geswitcht und ich mag gar nicht in den Chat gucken, sonst kommen da nämlich gleich wieder irgendwelche Flames. Oh man, das Overlay. Ja, it's totally my bad. Da kann keiner andere was für. Jetzt ist es gefixt und ein First Blood Attempt und Miguel kommt ja noch weg. Oh, der Riptide. Klar, macht auf Level 1 eine Menge Damage, 130 Damage sind das an der Zahl und wir haben Armor Reduction von 2, also ist doch nicht zu unterschätzen. Somit der First Blood geht hier an Virtus Pro und 2 Kills sogar schon. Wow, 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 wow. Da ist irgendwas gleichzeitig gestorben und zwar in der Mitte. Haben sie Vater gekillt. Wow, cool. Also der Lockdown geht diesmal ein bisschen besser. Wird ein bisschen besser umgesetzt hier von Virtus Pro als im letzten Game. Im letzten Game musste JM sich einfach zurückziehen. Und da kommt eine Rotation von dem Bane, aber da wird nicht viel passieren. So, ich schaue jetzt in den Chat. Ja, sorry, Livi, das Overlay ist raus. Das werdet ihr auch gleich sehen. Ist natürlich, wie gesagt, meine Schuld. Das soll so normal nicht passieren, aber bei mir passiert das halt mal. Ich alter Amateur. Ja, ich habe das sogar schon einmal gehabt, dass ich das komplette Game angehabt habe und es nicht gerafft habe. Aber ich gebe mir Mühe. Es gibt mal Tage, da vergesse ich das nie. Und es kommt einmal, wenn ich mich verquassel, dann denke ich nicht dran. Naja, Mitte wird schon wieder angegangen und zwar Vater. Ja, Overlay, weg, please. Ja, es ist schon weg. Wir sehen gar nichts. Von allen Seiten kommt's. Aber ich kann's auch verstehen. Auf jeden Fall. So, kills-technisch haben wir nichts gesehen. Ich habe auch nichts verpasst. Das ist gut. Ja. 2 Kills an Virtus Pro immer noch und wir haben Illidan mit sehr starken Farmen. 18 CS, 19 CS und gefolgt von Paris mit dem Bounty Hunter, der natürlich auch einiges an Farmen kriegen müsste, da er Safe Lane ist und unten. Und dann haben wir gerade einen Kill gesehen, aber Gott macht da gerade Rego, kriegt nochmal 10 in den Pounce rein. Und der Damage reicht nicht ganz. Ten flasht sich hoch. Und er, Gott, kann einfach nicht den Damage von Dark Pact anbrauchen. Aber der geht da aber rein. Scheiß drauf. Somit ist er fast Level 6 und dann muss er das auch gar nicht bereuen. Einmal die Ulti gehittet und da kein Blutseeker da ist. Tja, kann er sich easy hochhealen. Das wird man jetzt gleich sehen. Und dann gleich wahrscheinlich backgehen. Nach dieser Wave. Kann sich gut hoch regenerieren. Wer ist denn da gerade gestorben auf Virtus Pro Seiten? Ah, es war NS, der scheint irgendwie rotiert zu sein. JM Tranquil Boots. Bisschen mehr Survivability, damit er besser auf der Lane stehen kann. Und der Pull wird contested. Mitte, Vater hat ja, 9 zu 4, was die Last jetzt anbelangt. Und es wird halt relativ schwer für einen Quasvex Invoker gegen eine Luna mit 2 Punkten in der Aura, 2 Punkten in Lunas Blessing, zu Last hitten. Einfach der Bonus-Damage ist so hoch. Wir sehen hier schon, das sind 102 Damage, die sie hier raushaut. Und das ist immer gerade gegen knapp 60 Base-Damage. Schon relativ eklig. Tja, Miguel ist zwar einmal gestorben, aber müsste eigentlich nicht so passiv sein. Anchor Smash kann auf jeden Fall eine Menge Schaden machen. Jetzt kommt der Pounce hier von God und somit einen guten Harris-Damage hier auf Miguel. Anchor Smash hilft da aber ein bisschen aus und nichtsdestotrotz God lässt sich das nicht nehmen. Jetzt kommt nochmal eben das Schild, was sich activated und da war God ein bisschen zu greedy, der geht noch down. Ja, also zumindest ein bisschen Kontergold hier für Miguel. Und
nichtsdestotrotz zweimal gestorben. Also Gord weiß ganz genau, was er machen kann mit Slark. Und Slark ist in einer 1 gegen 1 Situation einfach so ultra stark. Paris hat hier gerade das Track raus und oh, sehr gutes Carapace hier von Sigma. Pot Jotam versucht das nochmal irgendwie zu juken und jetzt kann er normalerweise hier hochkommen. Oh, der MP sitzt nicht. Und das war immens wichtig. Jetzt können sie vielleicht ein Turnaround-Go machen. Nee, machen sie nicht. Paris hat hier mit der Double Damage ist hochrotiert. Und Paris schaut sich gerade an. Hat selber die Faceboots fertig. Endlich hat Vater auch die Faceboots und jetzt gibt ihn das endlich mal so ein bisschen an Lasted Damage. Plus 24 Damage insgesamt von den Faceboots, aber oben wird gerade Arsad angegangen und der stirbt auch. Nächster Trackkill hier für... Oder nee, das ist der erste Trackkill für Paris. Und somit hat man, man sieht's, 33 CS und man hat einfach mal 900 Gold auf der Bank. Das ist doch schon immens viel. Tja, und daran liegt es eigentlich immer, wie der Bounty Hunter reinkommt. Tornado kommt gerade vom Vater, Rotation von Miguel, aber der hat noch keine Ulti. Anchor Smash kommt, auch der Slow kommt, aber es reicht einfach nicht. Drei Leute von Virtus Pro in der Mitte und selbst Paris ist da. Klar, der will aktiv werden, der will nicht allzu viel Safe Lane farmen, denn die Tracks sind einfach viel zu lukrativ, wenn die einmal durchkommen. Man muss ja selber noch nicht mal den Kill kriegen, denn ich meine, wenn man den Kill kriegt, ist das in Ordnung. Dann kriegt man 220 Gold oder 240, wie auch immer. Und nochmal 150 Gold drauf, das ist echt schon krass, wirklich krass. Wenn ich mich da jetzt nicht vertue, aber ich glaube nicht. Nee. Und Paris findet hier Arsad. Haut zumindest noch einen Track raus und haut dann ab. Hier dann wardet gerade. Übernimmt so ein bisschen die Arbeit von den Supports. Wahrscheinlich hat er den Ward gerade zum Steck gekriegt. Tja, und Illidan findet eine Menge Farmen. Also da muss langsam mal was passieren. Und es scheint mir so, als hätte Illidan sich verskillt. Der ist zwar Level 6, hat aber nicht die Ulti geskillt. Ach, der hat noch gar nichts geskillt gehabt. Okay, nevermind. Dann ist es egal. Dann passt es ja. Paris rotiert nach unten. Will hier was passieren lassen auf Guard. Aber er ist alleine und ich glaube nicht, dass er Gott killen kann. Schauen wir uns die Items an? Ne, niemals. Somit entscheidet sich Paris einfach nur, jetzt weiter zu farmen. Und das ist ihm noch bewusst, dass er Gott nicht killen kann. Vater. Hat einen Smoke dabei. Und er muss immer aufpassen. Er wird gleich angegangen, sobald er einfach zu nah auf die Lane kommt. Das ist relativ eklig. Somit muss sein Positioning immer stimmen, ansonsten wird er gleich auch gecatcht. Da war schon fast der Lucent Beam. Aber Miguel steht da bereit. Mit dem Ravage. Ja, und ich befürchte schon fast, dass Virtus Pro hier wirklich zu viel Platz kriegt. Denn der Slug kann gerade machen, was er möchte. Illidan hat eine Menge Farm. Hat sogar eine Bottle, sehe ich gerade. Wow. Denied. Wir schauen uns mal das Net Worth an. Items kann ich euch gleich auch nochmal einblenden. Und da haben wir ja noch nichts Größeres. Wir haben einen Claymore für den Slug. Das heißt, er wird auf den Shadowblade gehen. Einfach ja, die gleiche Funktion haben. Etwas stärkere Funktion eigentlich wie Sigma mit dem Nyx Assassin. Invis gehen, Pick aufsuchen, schnell killen und wieder raus. Regeneration! Regeneration gefunden bei Paris. Und die wollen unbedingt Gord haben, aber das ist halt relativ schwer, den zu killen. Denn Track hin und her, klar, es gibt auf jeden Fall Side of Invis, aber erstens ist die Ulti kein Invis mehr. Das ist einfach. Invis, oder wie man es auch nennen möchte. Das heißt, wenn man in die Ulti-Form geht, dann wird man nicht revealed durch den Track. Und das Track kann man sehr schnell runternehmen mit einem Dark Pact. Einfach debuffen. Und somit hat sich das dann auch schon wieder erledigt. Also mit einem Bounty Hunter sollte man sich nicht zu viel konzentrieren. Und Paris macht jetzt einfach hier gerade den Fehler, dass er gar nicht farmt. Der versucht die ganze Zeit hier Pickoffs zu finden. Und wenn man damit nicht erfolgreich ist, dann wastet man einfach immens viel Zeit. Jetzt kommt aber Sigma rein mit dem Vendetta. Ist hier auch Invis und ja, Virtus Pro ist ganz schön auf der Hut. Er ist trotzdem out of position und müsste somit jetzt gecallt werden. Jhinadar ist da, Track ist da, Impale ist da, wie in Vendetta Strike ist da.
Und somit kriegt Paris dann doch den Kill. Nicht zu viel Zeit verschwendet anscheinend. Hat sich jetzt rentiert. Radiance Top Tower is under attack. Top Lane. TP't Gord jetzt hin. Der weiß nämlich genau, unten ist viel zu viel Action. Da will ich gar nicht sein. Und der möchte erstmal sein Shadowblade fertig haben, bevor der irgendwas macht. Das ist auf jeden Fall auch eine richtige Entscheidung. Und selbst Jotta muss da aufpassen. Mitte genauso. Illidan kriegt jetzt einen Tornado. Fiend's Grip ist ab. Ja, das ist ab. Und da, sehr gut gemacht von Ten. Hat hier einfach Sleep auf A rausgeholt. Somit kann der nichts machen und das Fiend's Grip hinterher. Jetzt kommt nochmal das EMP. Zwei Leute sind tot. Und zwar ist es der Bane. Illidan. Nichtsdestotrotz hat Sigma das jetzt gerade hier besser getradet. Song of the Siren kommt. Paris hat aber nochmal Mana für Invis. Sollte mit so fast safe sein. Vendetta ist da von Sigma. Und wir haben einen Ravage auf Migge. EMP trifft nur die Naga Siren, da kommt der Dark Pact und man sieht, wie schön. Und solche Sachen wie Gush einfach debuffen kann, ist halt schon relativ eklig. Jetzt kommt ein Ensnare auf Migge. Oh, und das Eclipse sehr gut gemacht, somit konnte er keinen Ravage abkriegen. Gut auf Distanz gehalten. Illidan, sehr gutes Positioning da gerade sich ausgesucht. Wusste ganz genau, dass die Lucent Beams eigentlich eine Menge Range haben. Und konnte somit sicher einfach ja, den Kill holen. Was auch ganz cool ist einfach an der Luna, dass die eine Menge Night Vision hat. Ich weiß gar nicht genau, wie viel das ist, aber 900. Wow. Da sieht man's. Also diesen grünen Kreis, das ist auf jeden Fall die Vision, die die Luna hat und ihre Verbündeten auch. Das ist halt relativ krass. Damit kann man eine Menge anstellen. So viel Vision hat das Gegnerteam auf jeden Fall nicht. Ich glaube, der Einzige, der das noch toppen kann, das wäre Nightstalker. Zumindest mit Naganem Scepter. Aber da, ja, das ist noch eine ganz andere Geschichte. Vater hat so ein bisschen Lockdown erlitten. Ist einmal gestorben, hat nur 36 CS, hat nur Faceboots und ich glaube, da kommt doch was. Ja, zumindest ein Staff of Wizardry. Scheint wieder auf den Four-Staff zu gehen. Könnte auch ein Yule Scepter sein, aber ich glaube eher nicht. Radiance Bottom Tower is under attack. Und über der Tower angegangen. Die Girl hat immer noch das Ravage und Sigma's ready to fight. Somit muss jetzt, wird das Pro sich entscheiden. Pushen sie das jetzt einfach in der Mitte? Oder contesten sie das Bottom? Und es scheint so, als würden sie versuchen, erstmal einen Pick-off zu kriegen. Aber Jotam gleich den Impel gefressen. God ist jetzt auch ready, hat das Shadowblade. Oh, wow, was ein Dust, was ein random Dust auf Sigma. Sehr gut gespielt hier von God und selbst das Nightmare hilft da nicht aus. Jetzt kommt nochmal das Lasso. Nein, erst das Fiend's Grip. Sehr gut gemacht von Ten, hat noch ein bisschen Zeit rauskriegen können, aber nichtsdestotrotz, das Lasso ist noch ab, wenn ich mich nicht täusche. Ja, das ist noch ab. Und, ich meine, der Bane war so oder so tot, aber jetzt noch ein bisschen Damage wenigstens mit dem Fiend's Grip zu machen, das war doch schon relativ cool. Jetzt kommt der Cold Snap hier auf Jotam mit dem Medallion. Ravage trifft nichts, doch hat den Arsalt nochmal getroffen, aber der ist viel zu weit weg und ja. Ich weiß, es ist schwer mit einem Blinkdagger ein gutes Ravage abzukriegen, aber es hätte doch schon ein bisschen besser sein können. Und sie haben jetzt gerade God hier in dem Sentry erwischt, kann nichtsdestotrotz. Kann er sich nochmal zurückziehen? Cold Snap kommt auch nochmal. Vater wird die Region nehmen. Ja, nein, Titan nimmt sie. Mega Hatze. Tja, so ein kleines Comeback jetzt hier für Sigma. Und wir zeigen mal einen ersten Blick hier auf die Graphen. Über 3000 an XP und über 2000 an Gold. Also ist zwar ein bisschen Advantage für Virtus Pro, aber das ist nicht so viel. Denn es farmt sich jetzt hier gerade. Wollen die vielleicht hier einen Semi-Carry-Naga-Siren haben? Also das Item, das ist relativ offen. Hat zwar so ein bisschen Wards gekauft und etc. etc. aber könnte durchaus passieren, dass wir hier noch eine Semi-Carry-Naga-Siren sehen. Weil der Slug. Oh, in der Mitte ist gerade ein Pick-off und zwar auf Vater. Und Sigma könnte auch nochmal sterben. Lucenbeam macht den Job. Ja, somit kriegt Illidan den Kill und Tower unten müsste angegangen werden. Oben wurde gerade gepusht von NS. Hat eine Menge Raum gefunden dafür jetzt. Und ja, Mitte wird angegangen.
Und das darf man nicht unterschätzen. Virtus Pro hat somit dann auch 3 Core Heroes, wenn die Nagasphäre wirklich jetzt nochmal auf Semi-Carry geht. Denn God braucht nicht mehr viel, der hat das Shadowblade und den Rest holt er sich meist eigentlich durch Kills und so ein bisschen Nachfarm. Ist natürlich auch immer drin, aber da ist nicht mehr so viel benötigt. Also der spielt so ein bisschen die gleiche Rolle wie wie Paris gerade hier mit seinem Bounty Hunter. Einmal ein Item abgekriegt, kann man auch schon loslegen. Dire's top tower is auch under Paris. Attack. Hätte es haben müssen, den Lasted. Oh, da wird gerade was gefangen und zwar 10. Wird hier gepounced. Der Sleep ist nochmal da. Nichtsdestotrotz, Dark Pack macht seinen Damage. Guter Song hier von NS und es reicht noch gerade so in Range gut. Ich dachte, die trennen sie jetzt beide zu sehr, sodass das TP unterbrochen werden kann auf God, aber war nicht der Fall. Gut gesehen, waren nicht zu greedy, haben Disziplin jetzt gespielt und das ist manchmal, ja nicht nur manchmal, sondern relativ oft nötig. Einfach nicht zu overextenden. 1960 Gold hier auf Miggel. Und der hat schon fast seinen Dagger fertig. Das ist doch schon relativ wichtig. Auch sehr, sehr cool. Und mit dem nächsten Ravage können wir den Dagger sehen. Bin gespannt, was da auf uns zukommt. Sigma hat nicht so die Items. Supportet auch sehr, sehr viel. Wird hier jetzt gerade gefunden von God. Und er wird instant angesprungen. Carapace hält ihn so ein bisschen fern, aber God muss umdrehen, denn das Verdenta wurde jetzt einfach gerade benutzt. Tja, ein Dust. Bro. Hättest du ein Dust gekauft, hättest du einen Kill gehabt. EMP Tornado trifft nicht. Und dieses Game scheint der Invoker nicht so den gewünschten Impact zu haben bisher, wie es im letzten Game war. Und das liegt aber auch daran, dass er so einen Shutdown gekriegt hat in der Mitte. Arsalt hat es sehr, sehr gut gemacht, konnte das besser umsetzen als Jotun im letzten Game. Dire's Middle Tower is under attack. Double Damage wird gefunden, und zwar von Illidan. Oh, und da ist ein Bane. Hat ein Fiend's Grip ab. Dagger ist da, für Miggel. Und jetzt wird's interessant. Ich weiß nicht, ob dieser Dagger revealed wurde, ob Virtus Pro das irgendwie auf dem Bildschirm hat. Smoke, nochmal hier bei Sigma. Man kann nie zu viele Smokes haben. Und die wollen Pickoffs. Natürlich wäre es optimal, jetzt hier die Luna zu kriegen. Aber Virtus Pro zu viert oben. Können wahrscheinlich sogar sehr schnell runter rotieren, einfach mit dem TP. Die dann, ja, ist einfach außer Reichweite. Dahin zu kommen ist nahezu unmöglich, gerade für Sigma. Somit müssen sie jetzt den Smoke abbrechen und einfach unten versuchen, den Teamfight zu forcen. Das wäre auf jeden Fall eine gute Maßnahme. Ja, aber sie entscheiden sich weg zu TP. God hat jetzt, ja, Arcane Woods. Ach, Quatsch, God sag ich schon. Oh, Fiend's Grip hier ist auf God. Und der ist ganz weit drin, er kriegt sogar einen Tower Harass. Hat zwar gerade gewechselt, aber nichtsdestotrotz mit dem Jinada, Medallion und den Lasted vom Vater hat es dann doch gereicht. Gutes Fiend's Grip da. Was war das denn für ein Tornado? Oh mein Gott. War so ein bisschen daneben. Nichtsdestotrotz, Gush auf NS. Jetzt kommt wahrscheinlich gleich das Song of the Siren. Ravage ist da, trifft 2 Leute. Vendetta Strike Instant benutzt auf Dazzle, damit der nicht viel machen kann. Der wurde einfach gesniped. Jetzt kommt gerade das Buyback. Illidan versucht da einiges an Damage anzubringen mit den Eclipse, aber der ist außer Reichweite. Nichtsdestotrotz geht letztendlich doch der Bane down. Zumindest ein Trade Kill. Und Paris scoutet hier gerade aus, gucken, ob die einen Rego machen können. Gush kommt hier auf Illidan. Anchor Smash ist auch da. Shuriken ist da. Tornado macht den Last Hit. Und ja, Sigma fightet das jetzt gerade mal wieder besser. Wie im letzten Game. Also Teamfights sind sie irgendwie so ein bisschen stärker als Virtus Pro im Moment, würde ich mal behaupten. Oh, God hat da was gefunden. Aber nichts weiteres passiert und Slug, ja. Er hat doch schon gute Items gehabt vor ein paar Minuten. Jetzt schwächt das ein bisschen ab. Versucht viel zu rotieren, hat aber auch einigermaßen guten Farm, 94 CS. Ist noch okay dafür, dass man so viel rotiert. I'm on the mend. Wir schauen, also wenn wir mal sehen, Paris, der farmt gar nicht. Der hat 55 CS, hat da irgendwo aufgehört und tja,
Der trackt nur noch Leute, versucht da irgendwie Kills zu kriegen. Und Mitte wird gerade angegangen. Und zwar ist das Vater, der war im Lasso drinne, wurde zurückgezogen. 4 Leute haben auf ihn eingeprügelt. Vater, was hast du da gemacht? Ich wundere mich gerade, warum mein Open Mic nicht an ist, aber natürlich nicht. Wenn ich keinen Lobbyslot habe. Oh. Gerade einen Kill verpasst. Wirklich, NS? Oh Mann, hat er sich da gerade catchen lassen. Mitte scheint jetzt gleich Action abzugehen. BKB ist von Edi dann da. Kommt aber nicht viel. Eclipse ist Cooldown. Jetzt kommt Miggle rein. Miggle, hast du das Ravage? Das Ravage ist noch auf Cooldown. Nichtsdestotrotz geht RSR down. Und Vater geht hier mit Verstärkung auf jeden Fall auf Illidan Storm Rage. Und der geht letztendlich auch down. Somit muss ich Virtus Pro wieder zurückziehen. Das BKB war zwar gut gedacht, aber da kam halt kein Damage. Das ist halt so eine Sache. Kuria wurde gerade gesniped von Paris. Das auch noch dazu. Und das ja, Chaos ist komplett. Vielleicht jetzt Mitte Tower und dann Roshan ziehen. Mit Medaillen wäre es durchaus möglich. Und Gash haben wir auch noch da. Wenn man dann irgendwo die Ability triggern kann, gibt es noch eine Menge Minus-Armor für Roshan. Sollte dann auch schnell da sein. Ich frage mich, wo der S war. Der war halt immens wichtig. Einfach Sound of the Siren, alle raus, fertig, aus. War wohl nicht der Fall. Schauen wir uns nochmal die Items an. Und wir sehen, Gott scheint auf einen Skadi zuzusteuern. Ist nichts Unübliches. Gem of True Sight haben wir hier auf Sigma und der hat selber auch noch einen Dagger. Also den geht's relativ gut eigentlich. Vorhin hat er so ein bisschen die fehlenden Items gehabt, aber die Teamfights machen es einfach wieder. Gibt eine Menge Plus Gold durch die Assists. Und wenn man selbst mal einen Kill auch abgrapscht, ist es auch ganz cool. Tja. Sonst sehen wir eigentlich nicht viel große Items. Das PKB haben wir schon gerade gesehen. Und grafentechnisch ist es alles noch im legitimen Bereich. Zwar wird es Pro führt, aber ich habe einfach immer das Gefühl, dass Sigma besser fightet in den Teamfights. Unten wird die Tower angegangen. Anscheinend wird es nicht contested. Die wollen jetzt einfach oben traden. Kann aber sein, dass das contested wird von Virtus Pro. Erstmal wird sich vorsichtig herangetastet. Jetzt wird immer der Tier 2 angegangen. Man kriegt auch eine. Menge, jetzt habe ich mich, jetzt habe ich gerade den Faden verloren, weil ich hier gerade das neue Passwort gekriegt habe. Okay. So. Tier 2 Tower ist down gegangen. Und, ich muss mal eben kurz auf die Uhr schauen. Boah, das wird relativ knapp, glaube ich. Oh, da kommt Sigma mit einem Blink rein, aber der kriegt den Impale aus irgendeinem Grund nicht raus, warum auch immer. Das war relativ merkwürdig anzusehen. Also der blinkt einfach davor, glotzt die Luna an, aber macht eigentlich nichts. So, ich weiß nicht, ob der den zu Tode starren wollte oder so. Keine Ahnung. Und jetzt Illidan ganz weit vorne. Hat das natürlich das BKW wieder ab und das Eclipse ist diesmal auch da. Weiß ganz genau, dass es getrackt wurde. Und oh, da kommt ein Lasso Initiate von Jotim. Hat hier nämlich Paris ganz weit drinne und Paris geht down. Ja, der Kill geht an Illidan und jetzt wird das Song of the Siren wird gecancelt. Somit geht Vater down, Miggle geht down. Jetzt wird es Pro, zeigt gerade ihre Stärke, fighten sehr, sehr gut. TP wird unterbrochen von dem Endsnare und RSR muss also ein bisschen aufpassen, dass er nicht zu viel Damage kriegt, aber es reicht einfach nicht. Das war nun der Brainstep, der so ein bisschen gefährlich aussah. 4 Leute tot von Sigma, gut gespielt von Virtus Pro, haben einfach aggressiv sich positioniert und Jotim einen guten Pick-off gefunden. Auf den, ja, wie soll ich möchte ihn jetzt gar nicht mehr Safe Lane Carry nennen, weil Farm tut er eh nicht. Und ja, das gibt jetzt eine Menge Space hier für Virtus Pro, die können jetzt nur beruhigt, den Tower angehen. Riptide cleared die Wave. Range Rex. In diesem Fall ist die Range Rex eine bessere Wahl, weil man die eventuell down kriegen könnte. Und ja, man sieht, das Chaos ist schon groß, alle sind schon wieder da. Jotim ist im Fiendscript drin, hat aber noch das Grave drauf und somit überlebt er eventuell noch. Nein, der Tornado müsste eigentlich clearen. Ja, der cleart auch noch. Vater kriegt den Kill. Und es wird noch gechased.
Oh, da kommt nochmal ein Gush auf Arsad und der geht down. Mit einem Brainsap kriegt man dann noch eine Menge Damage raus. Brainsap auch eine starke Ability. Ist natürlich Pure Damage und das sind 300 an der Zahl. Das heißt nichts mit Reduction, das sind 300 Schaden ins Gesicht. Und NS, oh, der wird auch noch gefunden. Ja, da kann er nicht viel machen. Wurde einmal gechased. Somit wurde das jetzt wirklich bestraft, dass Virtus Pro zu lange da auf der Lane geblieben ist. Und wie ich das gerade schon angesprochen habe, die Range Rex ist down gegangen. Und das war auf jeden Fall die klügere Wahl in diesem Fall. Normalerweise nimmt man die Mini Rex, aber die wären niemals so schnell down gegangen. Somit hat man zumindest ein Gebäude down gekriegt. Und tja, man musste nichtsdestotrotz mit 3 Helden bezahlen. Und das sind, ich weiß nicht wie viele Track-Kills, aber mindestens 2 müssen es gewesen sein. Oh Gott, findet hier Paris. Hat er einen Dust? Mensch, Junge, kauf dir doch mal einen Dust! Oh, sowas ist ärgerlich. Das hier nennt sich Pro-Dota und da muss man mal einfach so ein Item kaufen können. Das ist schon jetzt mindestens, glaube ich, der 2. Kill, den ich gesehen habe, den er jetzt einfach weggeschmissen hat, weil er keinen Dust hat. Das kostet 180 Gold, mein Gott. Ne, die dann hat einen guten Farm, eigentlich. Gute Killstats, 6:3 steht da. Ja, guter Farm. Geht besser. 120 CS ist nicht jetzt die Welt. Hat einen Eagle Song da, das heißt, er wird auf den Butterfly gehen. Und ich weiß nicht, dieses Butterfly wird einfach immens starken Impact haben, weil keiner hier irgendwie in irgendeiner Weise auf ein MKB gehen wird. Paris ist ganz weit von solchen Sachen entfernt, hat gerade mal ein BKB. Und da das ja der weiß ich nicht, Safe Lane Carry sein soll, mit 80 CS, da steht ja selbst noch die Luna noch besser da. Ja, und somit ist Butterfly auf jeden Fall eine sehr gute Wahl. Roshan wird jetzt hier anscheinend angegangen. Und Jotem findet da gerade was im Lesson. Und zwar ist das Ten, der arme Bane, müsste jetzt sterben. Nightmare sich nochmal selber. Song of the Siren kommt, aus welchem Grund auch immer. BKB wurde gerade gepoppt und jetzt kommt von Miguel das Ravage. Aber auf das BKB von Illidan. Und Illidan macht hier einfach eine Menge Damage mit den Imclips. Sigma, gut gedacht, nochmal hier in Casual Impale einfach zu setzen, aber Illidan wollte eigentlich gar nicht mehr folgen. Jetzt kommt der Follow-up. Guter Pounce von God und Vater geht auch noch down. 3 Leute down für Sigma. So weit, so gut. Und Paris ist da auch noch ganz weit drin. Kriegt dann noch eine Menge Damage auf RSA raus, aber da hat sich Paris ein bisschen verrechnet, denn das Grave ist available gewesen. BKB läuft jetzt gleich aus. Wurde noch sogar mit Ensnare in Position gehalten. Holt noch den Konterkill auf. Auf RSA. Und nichtsdestotrotz GG Call. Well played hier bei Virtus Pro, haben sich dieses Game gut durchsetzen lassen können. Einfach auch besser skaliert mit dem Farm. Ich weiß nicht, was die Idee an diesem Bounty da war. Also normalerweise geht das auf das Safe Lane, aber da muss er mehr farmen. Der darf nicht zu viel rotieren. Der hat komplett seine Aufgabe verfehlt so ein bisschen. Konnte somit nicht mithalten. Somit steht es 1-1 und das hier ist ein 2-Game-Series, so schimpft sich das. Somit sehen wir kein drittes Game. Es geht einfach 1-1 aus. Und das war das erste Game, JDL. Gefolgt gleich von Virtus Pro gegen Power Rangers, was in für eine Viertelstunde losgeht. Also ein bisschen Musikpause. Falls es euch gefallen hat, könnt ihr mir natürlich gerne followen. Und zwar auf dem Twitch-Channel selber oder auf Twitter. Der Link ist unter dem Stream. Da könnt ihr auch drauf drücken und dann werdet ihr gleich weitergeleitet. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich wieder in Game Nummer 2, Power Rangers gegen Virtus Pro.